Herzlich willkommen zurück hier in Minecraft. Ich habe mir mein Köpfchen zerbrochen und habe einen Lösungsweg gefunden. Den seht ihr jetzt auch gerade nochmal. Ich habe es so gemacht. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Und jetzt können wir oben die Erkenntnis rausnehmen. Haben schon mal einen geschafft. So, nehmen wir doch gleich den nächsten, den Großholzstamm auch noch. Und überlegen uns mal wieder, was haben wir denn hier? Wir haben einmal die Magie. Da haben wir auch wieder den Fisch. Der Fisch hat Ordnung und Feuer drin. Dann haben wir den Baum, der Leben und Luft drin hat. Und Werkzeug, der Ordnung und Mensch drin hat. Mensch ist zusammengesetzt. Dem und auch mit Ordnung. Das heißt, wir könnten den Fisch nehmen und eine Ordnung hier hin tun. Sicher, das Mensch. Nee. Das heißt, wir könnten aber halt wieder etwas. Ja, wir bräuchten halt was, was die beiden Ordnungen miteinander verbindet. Das heißt, wir könnten. Was hatte ich gesagt? Beim Baum nochmal? Baum. Haben wir aber Luft und hörbar. Mit Terra und Leben. Ach ja, ist doch nicht einfach. Komme ich denn von Ordnung auf den Baum? Die Luft und hörbar ist Leben. Wir denn mal Ordnung noch drin? Menschen. Ja. Das heißt, ich könnte, glaube ich, das machen. Daran diesen machen und dann ein Mensch nehmen. Das ist nur die Frage, wie verbinde ich den Mensch mit Werkzeug? Mit Ordnung. Und dann haben wir das auch gelöst. So. Die Forschungsnotizen wollen wir auch gleich noch. Oh Mann, das ist schwieriger. Das werde ich mir auch erstmal wieder durch den Kopf gehen lassen müssen. Wir wollen nicht die ganze Zeit mir beim Grübeln zuhören. Deswegen werden wir jetzt erstmal diese beiden Entdeckungen lernen. Fangen wir mal an mit der hier. Wir haben Forschungserkenntnisse gelernt. Da gucken wir jetzt auch gleich mal eben. Ich glaube, die Playlist ist auch am Ende. Da machen wir hier nicht so ein langes Video draus. Machen wir Forschungskenntnisse. Forschungskenntnisse. Deine Art zu forschen ist effektiver geworden. Immer wenn du einen Aspekt aus dem Sechseck entfernst, gibt es eine 25% Chance, dass du die Forschungspunkte zurückerhältst. Das heißt nämlich, wenn man was falsch macht, deswegen habe ich auch gerade wieder so gerattert in meinem Kopf, dann verliert man nämlich die Punkte. Jetzt haben wir eine 25%ige Chance, dass sie erhalten bleiben. Du kannst jetzt sehen, welche Aspekte du kombinieren musst, um den Aspekt zu erhalten. Das heißt, wir können jetzt
hier drüber sehen und ich muss nicht auf mein schlaues Blatt gucken und zu sehen, was beinhaltet. Dann haben wir noch was erforscht, und zwar den Großholzstabkern. Den hatten wir ja hier. Den können wir jetzt bauen. Also das ist wie unser kleiner Zauberstab, wir brauchen aber was drinne. Nämlich Zerstörung in unserem Zauberstab, um das bauen zu können. Wie das funktioniert, zeige ich auch nicht. Und wir brauchen ein Großholz, das überhaupt machen zu können. So. Deswegen, wir werden jetzt einfach nochmal in der Folge uns den Zauberstab hier unten reintun. Das Schwert reintun. Das Brot aufessen, das lassen wir nochmal. Das Brot brauchen wir noch gar nicht essen. Gut, wir haben es kaum bewegt. Es wird auch schon wieder dunkel, dann schlafen wir nochmal eben bis zum nächsten Tag. Gehen mal gucken, wie wir denn was hier in unseren Zauberstab reinkriegen. Es gibt auch überall auf dieser Welt diese kleinen Dinger, die wir da hinten auch schon gefunden haben. Hier war zum Beispiel was dran, nämlich wie es aussieht, Terra. Also in dem Viechens. Hier auch. Hier war es ein bisschen Wasser drin. Man kann aber auch. Hier sind jetzt 7 Zerstörungen drin. 17 Zerstörungen, Dunkelheit und sowas. Das rausziehen. Darf nur nicht übertreiben. Das reicht uns aber schon für unsere Zwecke. Wir brauchen ja ein Großholz. Ich habe extra auch in der Nähe von einem Großholz angefangen. Oh, erstmal werden wir ihn nochmal. Zwei wieder. Wir sollten uns auch mal eine Rüstung bauen. Ja, aber ganz schön viel Armor. Naja, ist es ein bisschen schwerer, ist es vielleicht auch gar nicht mal so schlimm. Ich weiß nicht, ob da was drinnen war, wirklich. Großholz können wir auch nochmal. Ich habe eigentlich gar keine Lust, den abzufällen. Wir bauen uns vorher nochmal eine richtig schöne Hacke. Das werden wir gleich machen nochmal. Obwohl, zwei können wir ja schon mal eigentlich so abbauen. Den hier mit. Und die da auch noch. Oh, wenn wir rankommen würden, kommen wir gar nicht. Diese mit. Und an den kommen wir jetzt nicht ran. So, haben wir schon mal ein bisschen Holz davon. Laufen wir nochmal zurück. Und ich zeige euch nochmal das Prinzip, warum wir jetzt hier drinne Aspekte haben. Wofür wir die brauchen. Wir haben ja hier unseren Arkan-Tisch. Wir wollen ja einen Großholz-Stabkern bauen. Das heißt, wir packen jetzt unseren Zauberstab da rein und erst jetzt taucht der auch auf. Wenn ich den raustue, geht das gar nicht. Nehmen wir uns den raus und haben jetzt schon mal den.
Wir bräuchten natürlich auch gleich noch bessere Kappen eigentlich dafür. Weil wenn wir uns schon einen Zauberstab bauen, bauen wir uns auch gleich einen richtigen. Jetzt brauchen wir mehr Papier. Wir brauchen Witzekarton. Nummer 3. Sollte erstmal reichen. Es gibt Goldkappen, es gibt Kupferkappen. Stabfokus gibt es auch schon. Gucken wir uns alles dreimal an. Wir haben hier einmal die Kupferkappen. Wir haben hier die Goldkappen, die werden wir auch machen, weil die sind einfach viel effektiver als die Kupferkappen, glaube ich. Da brauchen wir Gier. Gier ist Menschen. Und Hunger. Metall mit Ordnung und Menschen. Heißt, wir könnten Menschen verbinden. Heißt, wir könnten sagen, wir nehmen Menschen hier. Wir nehmen Menschen da und wir nehmen noch ein Werkzeug hier. Wir haben das schon mal verbunden. Jetzt müssen wir noch irgendwie von Gier zum Metall kommen. Ja, dann nehmen wir das. Ja, Hunger war Leere und Leben. Leben. Jetzt den letzten da. Und dann haben wir auch das hier, die Goldkappen. Das lernen wir dann auch noch gleich. Mit den Goldkappen gelernt. Gold ist ein deutlich besseres fokussierendes Material als Eisen. Und Stabkappen aus diesem Material haben keinen Verlust, wenn sie Wissen leiten. Das heißt, wenn wir diese Goldkappen haben, davon brauchen wir wieder zwei Stück. Brauchen wir Gold. Das geht natürlich auch nur in einem magischen Ding hier. Das heißt, wir nehmen hier die Goldkappen, können die noch nicht bauen, da uns das fehlt. Ich weiß nicht, ob das da drin ist, zufälligerweise. Nein, uns fehlt Feuer, fehlt uns noch. Da haben wir nämlich momentan erst ein. Das heißt, wir müssen entweder mehr Kreaturen töten oder ein Feuer-Odi finden, diese schwebenden Dinge. Das heißt, brauchen aber auch insgesamt natürlich zwei Kappen. Ja, das ist ja noch gar nicht fertig. Und wir brauchen, das heißt, wir brauchen Luft, haben wir genug. Ordnung, fehlt uns noch ein bisschen was. Und Feuer. Das heißt, wir müssten jetzt rumlaufen oder Tiere töten, bis wir genug Sachen haben. Bin mir noch nicht mal sicher, ob Tiere töten hilfreich ist.
Nicht wirklich. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich wirklich noch mal in der Welt rumlaufen. Und am besten natürlich auch einen magischen Wald finden, den wir hier auch gar nicht haben, weil wir sind ja eigentlich am Spawn geblieben. Ziemlich nah dran. Laufen, also hier ist eine Pilzbiome, das möchte ich eigentlich nicht. Ich laufe mal in die andere Richtung. Aber wir haben auch schon wieder bezogen. Das heißt, wir werden erst beim nächsten Mal in die andere Richtung laufen, auch wieder mit Musik. Und dann sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.